Gerd Hirte für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zunächst noch einmal in Erinnerung rufen, worum es eigentlich im Grundsätzlichen geht. Und das ist das Thema Stärkung der Eurozone. Und das, was mit den Überlegungen, die wir hier diskutieren, bezweckt ist, der Überführung des ESM in einen EFM, ist genau dieses. Und deshalb geht es darum, auch die Akzentsetzung zur Verschiebung auf eine präventive auf einen präventiven Krisenvermeidungsmechanismus und auf eine ganze Reihe von Begleitmaßnahmen, über die wir zum Teil ja letzte Woche schon, als wir über das Aktionsprogramm der EU gesprochen haben, auch hier diskutiert haben. Einen ganz wichtigen Punkt will ich nennen. Das ist nämlich die Stärkung, die Änderung, die Reformierung des nationalen Insolvenzrechts in vielen, insbesondere südeuropäischen Mitgliedstaaten, durch die von der EU geplante EU-Restrukturierungsrichtlinie. Was die bezweckt, ist die Reduktion von sogenannten Non-Performing Loans in den Bankbilanzen. Und das ist ein zwingender Zusammenhang auch mit der Euro-Rettung, mit der Krisenvermeidung, um die es uns hier geht. Anlass der Diskussion ist die Überführung des ESM in einen, die mögliche Überführung des ESM in einen EWF. Und Sie kritisieren in mehreren der Anträge die falsche Rechtsgrundlage. Auch dazu haben wir letzte Woche schon diskutiert. Und ich habe selbst gesagt, und mein Kollege Kriechbaum hat es auch gesagt, Artikel 352 ist nicht die richtige Rechtsgrundlage. Wir brauchen, und das werden wir dann in den Details zu diskutieren haben, eine Vertragsänderung. Und selbstverständlich wird nicht nur da, sondern auch in der Folge daran der Deutsche Bundestag mitwirken. Aber wie gehen wir mit den augenblicklichen Überlegungen der Europäischen Kommission? Und Kollege Hacquerdi hat es gesagt, das ist eine Diskussionsgrundlage, nicht mehr und nicht weniger. Wie gehen wir damit um? Eines ist aus meiner Sicht klar, eine Subsidiaritätsrüge ist der falsche Weg. Denn es geht nicht um Subsidiarität. Ihre Anträge sagen das ja eigentlich selbst. Es geht um die richtige Rechtsgrundlage, die wir den Verhandlungen der Bundesregierung mit auf den Weg gehen müssen. Und im Übrigen, wenn man schon über Subsidiaritätsrügen nachdenkt, da gibt es durchaus einiges zu verbessern. Ich habe mir mal angeguckt, Stand gestern, welche Länder, welche anderen EU-Staaten eigentlich über Subsidiarität in diesem Punkt nachdenken. Kein einziger. Und Subsidiaritätsrügen funktionieren sinnvoll nur, wenn ein Drittel der Mitgliedstaaten sie erhebt. Was wir dann bräuchten, wäre Koordinierung der nationalen Parlamente. Und das ist genau das, was wir letzte Woche, als wir über den Élysée-Vertrag gesprochen haben, gemacht haben, mit den französischen Kollegen aus der Assemblée nationale geredet. Das müsste man auch hier tun. Das haben Sie abgelehnt. Und deshalb kommen wir zur weiteren Frage. Was machen wir mit einer möglichen Stellungnahme nach Artikel 23 des Grundgesetzes? Ich glaube, darüber kann man nachdenken, und das wird dann in den Ausschüssen zu beraten sein. Und da sind folgende Punkte wichtig. Natürlich geht es darum, die Eigenverantwortung der Staaten zu unterstreichen und die strikte Konditionalität etwaiger Hilfen wieder in Erinnerung zu rufen und es dabei zu belassen. Und wenn Sie kritisieren, dass es bei der Überführung des ESM in eine EU-Institution um europäisches Recht geht, dann müssen wir doch die Frage stellen, was sagt am Ende europäisches Recht? Es ist doch nicht gesagt, dass die Europäische Kommission zuständig ist. Das kann so ähnlich ausgestaltet sein wie bei der EZB oder der EIB. Und es heißt auch nicht zwingend, dass auch Nicht-Euro-Staaten mitreden, lieber Herr Kollege. Das alles ist zu diskutieren. Und im Übrigen brauchen wir dafür die Risikogewichtung von Staatsanleihen. Mehrfach schon gesagt, auch letzte Woche, die Einführung eines Insolvenzverfahrens für Staaten. EZB diskutiert das, genau dies einzuführen, auch in den ESM hinein schon. Insofern, da ist kein Grund, die deutschen Regierung in diesem Moment irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich bin völlig zuversichtlich, dass diese Punkte hier alle berücksichtigt werden. Und deshalb können wir diese Anträge, sobald wir sie nicht sofort abzulehnen haben, erst überweisen und dann weiter beraten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache und wir kommen